Moin Leute und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Empire Earth. Und zwar geht's jetzt weiter mit der deutschen Kampagne. Ich hatte gerade kurzzeitig schon befürchtet, ich muss das Let's Play komplett abbrechen. Das Spiel hat gerade wieder übel drum gemuckt bei mir. Jetzt habe ich es aber wieder einigermaßen hingekriegt und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die dritte Kampagne vom Spiel, nämlich Deutschland. Und ich habe übrigens, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, es ist endlich wieder Musik im Hintergrund da. Sie ist zwar leise, ich werde jetzt auch nicht ewig rumbalancen. Aber sie ist vorhanden. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Gut, ich lese mal vor. Die unabhängigen deutschen Staaten vereinten sich im späten 19. Jahrhundert, um die mächtigste Nation Europas zu werden. Während der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts konnten die unübertroffenen bewaffneten Streitkräfte Deutschlands nur schwer durch die vereinten Kräfte der gegnerischen Allianzen in Schach gehalten werden. Führen Sie Deutschlands Truppen durch einige der zerstörerischsten, aber auch historisch bedeutsamsten Jahre der Weltgeschichte. Und wir starten mit Mission Nummer 1, Kavallerie des Himmels. Die frühen Tage der Luftfahrt waren aufregend und gefährlich. Ein stotternder Motor, ein Holzrahmen und etwas Stoff, nur das hielt die Flugpioniere in der Luft. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 mussten die Piloten noch mit einer weiteren Gefahr kämpfen: Kugeln. Manfred Freiherr von Richthofen wurde der neuen deutschen Luftwaffe als Beobachter zugeteilt. Er und Holk, sein Pilot, sind hinter die Linien der Ostfront geflogen, um die Stellungen der zurückweichenden russischen Armee zu fotografieren. Aber nahe der Stadt Wischnice werden sie vom Boden aus bombardiert. Mit einem durchlöcherten, qualmenden Flugzeug müssen sie notlanden. Tief in russisch besetztem Gebiet müssen sie jetzt versuchen, ihre Mission zu retten und sicher ins deutsche Hauptquartier zurückzukehren. Ja, ich hoffe mal, die Musik war nicht wieder zu laut für den Sprecher. Ich werde da wieder ein bisschen rumpegeln müssen. Aber gut, es geht mit Manfred, dem Freiherr von Richthofen, auch bekannt als der Rote Baron. Der Name dürfte einigen Leuten etwas mehr sagen. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal in die Missionsziele. Richthofen und sein Pilot Graf Holk müssen nach Westen gelangen, wo anrückende deutsche Truppen sie retten können. Richthofen und Holk müssen beide überleben. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, blende ich hier nochmal kurz die Geschichte ein für diejenigen, die es interessiert. Dann einfach kurz pausieren und einmal durchlesen. Und für den Rest geht's jetzt weiter. Sommer 1915, irgendwo in der russischen Front bei Wischnice. Wischnice in Flammen. Umfliegen wir es? Unsinn, wir fliegen mitten durch. Was ist passiert? Keine Steuerung mehr. Der Motor stottert. Keine Bange. Es wäre dumm, so unnötig den Heldentod zu sterben. Verdammt! Die Russen haben uns getroffen. Aufregend, Manfred, was? Aber wir leben. Allerdings wurde meine Ausrüstung ein Opfer der Flammen. Und ich habe nur Kamera, Pistole und ein paar Magazine. Ziehen wir los? Im Westen sollten wir unsere vorrückende Armee treffen. Okay, die Köpfe sind da gerade irgendwie ganz schön abgeschnitten in der Zwischensequenz. Ich weiß nicht, ob das so soll. Ich glaube eher weniger. Aber die Musik ist gerade auch ein bisschen zu laut für den Rest, glaube ich. Ich muss da mal kurz was einstellen. Oh Gott, wie war denn das jetzt hier? Warte mal. Erstmal wieder reinkommen, Ewigkeiten her. Spieleinstellungen, einmal Audio. Und die Musik kann bitte ein bisschen runter. Ich würde sagen, so dürfte okay sein. Ja, ich denke, das passt. Ja, wir haben nur unsere beiden Helden. Einmal Graf Holk, der gerade nicht mal angreifen kann, weil er keine Pistole hat. Und Manfred von Richthofen, der hat noch eine Pistole. Also alles gut. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich Magazine hat, weil er hat ja irgendwas von Magazinen gelabert. Ich weiß nicht, ob der wirklich begrenzte Schüsse hat. Ich glaube eigentlich eher weniger, aber naja. Okay, hier haben wir auf jeden Fall deutsche Uniform. Das soll da wahrscheinlich der Reichsadler sein, dieses, was so ein bisschen wie ein Dreieck aussieht jetzt gerade. Und ja, wir sind mit unserer
mit unserem Albatros abgestürzt. Und jetzt müssen wir uns hier erstmal durchschlagen und ein bisschen Hilfe suchen. Ich fand diese Animation von der Flugabwehr da auf jeden Fall ganz geil, von der Flak. Meine Frau, meine arme Frau. Guter Mann, was ist los? Russische Soldaten aus der Kaserne haben unser Essen gestohlen und meine Frau mitgenommen. Meine Brüder und ich konnten sie nicht aufhalten. Wir haben nur Heugabeln. Wenn wir helfen können, helfen wir. Würde ein echter Mann anders handeln? Wie er erstmal ankommt. Guter Mann, was ist los? Wer kommt denn bitte so an bei irgendwelchen Fremden? Okay, die Ziele haben sich aktualisiert. Helfen Sie Joseph und retten Sie seine Frau Sophia vor den Russen. Okay. Dürfen wir euch nicht mitnehmen? Nö, die folgen mir nicht. Okay. Ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Hier ringsrum können wir überall nicht durch, wegen den Bäumen. Dann heißt es wohl in die Richtung weiter. Wir müssen ja echt aufpassen. Ich habe nur, wie gesagt, nur die beiden Leute. Und nur einer davon kann wirklich was machen. Der Graf Holk, der hat ja nicht mal eine Waffe gerade. Aber er hat einen Schlachtruf. Das ist schon mal etwas. Ich weiß gar nicht, der Schlachtruf hat die Gegner gedebufft oder hat er meine gebufft? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Müssen wir gucken. Und jetzt ein bisschen Sport. Lass sie in Ruhe, du Dreckskerl. Deutsche, zu den Waffen, zu den Waffen. Was war denn das bitte gerade für eine Frau, die da geschrien hat? Das war, klang irgendwie ein bisschen seltsam gerade. Okay, Graf Holk, benutz mal erstmal deinen... Ja, der debufft Gegner, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh, Josef. Gott sei Dank, ich bin frei. Tja, jetzt müssen wir dem Feind mit der Kamera trotzen. Meine Pistole ist leer. Oh, okay, jetzt haben wir wirklich gar keinen Helden mehr, der angreifen kann. Hauptsache, die Frau ist befreit. Vor allem, wie sie spricht so mit ihrem Ehemann, der ist gar nicht mitgekommen. Warte mal, kann ich nicht... Wird mir nicht angezeigt? Nee, mir wird nicht angezeigt, was der Schlachtruf macht, ne? Naja, ich find's schon noch raus. Okay, wir sollten auf jeden Fall Fotos machen. Von Gebäuden in der Nähe, so viel weiß ich noch. Das war die einzige Mission der Deutschland-Kampagne, die ich gespielt habe, glaube ich. Und auch nicht durch. Die habe ich damals irgendwie nur angefangen. Damals in der Kindheit hatte ich Empire Earth ja nicht so viel gespielt. Ich hatte immer so teilweise reingeschaut und dann war immer wieder die Lust vergangen. Weiß ich gar nicht warum. Eigentlich ist es so ein geiles Spiel. Aber naja. Dafür hole ich es ja jetzt nach. Okay, gehen wir mal wieder zu den... Polen zurück, zu den dreien. Zu Joseph. Meine teure Sophia ist wieder da. Wie kann ich euch das vergelten? Wir suchen einen Weg durch den Wald nach Westen. Meine Brüder und ich helfen mit Freuden. Das freut mich doch. Ein bisschen Unterstützung von den Einheimischen kann nicht schaden. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier später noch mit... mehreren Einheiten uns fortbewegen. Also es bleibt nicht ewig bei Kommandomissionen. Wir können nachher noch ein Lager bauen. So viel weiß ich noch von der Mission. Okay, wo machen wir uns denn hier jetzt am besten den Weg frei? Hier sind überall so viele Bäume. Ich glaube, hier oben wäre vielleicht am besten... Nee, hier vorne. Da sind am wenigsten. Kommt mal her, Jungs. Macht mir mal den Weg frei. Mein Kommandant... Die Sprecher sind irgendwie so verdammt leise. Leider kann man die nicht separat hochstellen. Das ist immer so ein bisschen kritisch mit dem Einstellen. Ist halt auch schon wieder so Ewigkeiten her. Und ich muss halt jetzt wieder neu pegeln, weil ich die Musik halt jetzt wieder ein bisschen angepasst habe, dass wir im Hauptmenü Musik haben. Naja, es ist einfach Pain. Kommen wir da jetzt nicht schon durch? Sehr gut. Jetzt solltet ihr sicher nach Westen gelangen. Nochmals danke, dass ihr meine Sophia gerettet habt. Gerne, haust rein, Joseph, und ihr beiden anderen auch, wie auch immer ihr heißt. Jawohl. Okay, wir haben Zivilisationspunkte gekriegt, ne? Wir haben 5 Punkte. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Sehr gut. Lohnt sich, glaube ich, noch nicht, die jetzt zu verteilen.
Okay, was haben wir da oben? Stacheldraht. Da halten wir uns lieber von fern. Stacheldraht müsste eigentlich so eine Billigversion von den Mauern sein, wenn ich mich recht erinnere. Ein altes Artilleriedepot. Wenn ich nah genug an solche Einrichtungen herankomme, kann ich sie fotografieren und unsere Mission ausführen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also ich glaube, der Stacheldraht ist quasi sowas wie eine Palisade in Age of Empires 2. Nutze ich eigentlich immer ganz gerne als Vergleich. Einfach weil ich Age of Empires 2 am meisten gespielt habe von solchen Spielen. Was für ein Sportsmann. Bist du noch nicht nah genug dran? Mach doch ein Foto, du stehst direkt davor, Bruder. Natürlich. Diese Anlage ist fotografiert. Perfekt. Wie viele müssen wir fotografieren? Ich guck mal eben rein. Erforschen Sie den Sektor und fotografieren Sie 4 russische Vorposten. Die meisten dieser Außenposten haben auch Kasernen, also Vorsicht. Alles klar, das heißt, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, denn wir haben, wie gesagt, keine Helden, die irgendwie angreifen können. Beide haben keine Munition mehr. Sehr ungünstig. Aber ich glaube, das ist nur eine Mechanik, die hier jetzt in der Mission so ist, weil sonst verbrauchen die, glaube ich, keine Munition. Wäre auch ein bisschen scheiße irgendwie. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal nach Norden noch so ein bisschen, ob da noch irgendwelche anderen Einrichtungen sind hier in der Nähe. Sehr gut. Ich habe hier hinten auf jeden Fall noch ein bisschen aufgedeckt, die Karte. Da wurden wir ja abgeschossen von der Flak. Ich weiß gar nicht, sieht man die hier noch? Ah, genau, hier ist sie. Die hat uns ja abgeballert. Dann haben wir hier noch ein paar Bunkeranlagen. Ja, ich vermute mal, da müssen wir nachher noch reinstürmen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das Ende der Mission war. Das werden wir denn alles noch sehen. Ich folge einfach mal der Straße, würde ich sagen. Vielleicht führt sie uns ja noch zu ein paar Außenposten. Hoffentlich ohne Kaserne. Ich weiß gar nicht, können die wenigstens Nahkampf machen? Ne, die haben Angriff von 0. Also eher ungünstig. Ah, da oben haben wir doch was. Zählt das auch als Außenposten oder eher nicht so? Ich kann ihn ja einfach mal näher ranstellen. Da sind halt jetzt Kasernen, ne? Ich weiß nicht, kommen da jetzt Leute raus, wenn ich da so nah rangehe? Ich probier's einfach mal. Diese Anlage ist fotografiert. Wenn wir noch 2 Anlagen fotografieren können, haben wir die Informationen über den Sektor, die unsere Truppen brauchen. Manfred, in dem Gebäude waren Karten dieses Sektors. Ah, perfekt. Okay, jetzt haben wir einen kleinen Bereich aufgedeckt. Okay, hier hinten war die alte Kaserne, da waren wir schon. Hier vorne haben wir noch eine. Und hier haben wir auch noch welche. Okay, dann würde ich sagen, bewegen wir uns in die Richtung. Wo sind denn jetzt die beiden? Hier sind sie. Mein Kommandant? Jawohl. Wobei, ich würde eigentlich schon gerne die Karte noch ein bisschen aufdecken. Ich guck mal noch ein bisschen in die Richtung weiter. Auch wenn da wahrscheinlich nicht groß was sein wird. Aber einfach aus Prinzip mache ich es jetzt schon. Und ich speichere einfach mal. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass das wieder abschmiert. Ich speichere mal unter Let's Play. Ach, by the way, falls ihr das Spiel irgendwie installiert und es bei euch nicht funktionieren sollte, versucht mal den Kompatibilitätsmodus mit Windows 7. Das hat bei mir immer ganz gut funktioniert. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe es auf Windows XP gestellt, aber als ich es vorhin nochmal umgestellt habe auf Windows XP, da... Ja, konnte ich mich quasi in den Menüs kurz bewegen und dann ist das Spiel immer eingefroren und ich musste mich abmelden. Mit Windows 7 funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Nur mal so für diejenigen, die es interessiert. Ich bin mittlerweile auch einfach so froh, dass ich die CD von dem alten Game noch da habe. Wenn man mal bedenkt, wie schwer es ist, heutzutage an eine deutsche Version von Empire Earth zu kommen. Ich meine, bei GOG gibt es ja das Spiel auf Englisch noch zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie eine neuere Version ist oder so. Aber ich glaube, so original auf CD, da ist auf jeden Fall schwierig ranzukommen. Ich habe leider auch nicht mehr die Originalverpackung. Ich habe bloß noch die DVD. Oder vielleicht habe ich die Originalverpackung auch noch irgendwo rumliegen. Weiß ich gar nicht. Da bin ich mittlerweile auf jeden Fall richtig happy drüber, dass ich das noch habe. Stell mir vor, ich hätte das weggeschmissen. Ich hatte auch mal eine alte Version von Fallout 2, die habe ich weggeschmissen einfach. Mega dumm. Oh, okay, da kommen Leute. Heutzutage bereue ich das auf jeden Fall, dass ich die CD von Fallout 2 weggeworfen habe. Da hatte ich auch original verpackt da, aber ja. Was will man machen, ne? Dafür habe ich noch Fallout Tactics. Ich weiß gar nicht, ich glaube der Grund dafür war, dass ich damals irgendwie in dem Game so richtig reingeschissen habe und mir das irgendwie
optisch nicht so gefallen hat. Keine Ahnung, mega, mega dumm eigentlich. Da kommt man bestimmt auch heutzutage schwer ran an eine Originalversion. Ich meine, bei Steam gibt's das zwar immer noch, aber als DVD? Ich weiß nicht. Endlich eine Pistole für mich. Und auch Patronen für dich, Manfred. Ist der dumm? Was schießt der auf das Gebäude? Hör auf das Gebäude zu schießen! Junge, er läuft erstmal Amok. Ich glaube auch. Ich habe dir keinen Befehl gegeben anzugreifen. Halt dich zurück. Nee, warte. Das war falsch. Ich wollte gerade gucken, ob ich die... wo kann ich denn... Ich konnte auch irgendwo Aggressivität festlegen, oder nicht? Ich meine, das ging. Okay, wir müssen jetzt bloß noch... Ekliger Sumpf. Ja. Musst du durch. Du bist im Feld. Was erwartest du? Okay, hier hinten müssen wir jetzt nochmal hin. Da ein Foto machen und da müssten wir eigentlich alles haben. Ich bewege die mal ein bisschen um den Sumpf rum. Da können wir wahrscheinlich sowieso nicht durchlaufen. Haben wir jetzt eigentlich neue Punkte? Jo, wir sind jetzt bei 15. Perfekto. Die können wir auf jeden Fall gut verteilen, wenn wir nachher das Lager haben. Oh. Soldaten. Hier für diejenigen, die es interessiert, hier so dieser Manfred von Richthofen oder auch der Rote Baron, wie er ja später genannt wird. Von den Briten war es, glaube ich, die haben ihm den Namen gegeben. Da war ja auch noch irgendwas, ich weiß gar nicht, es ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich mich mal mit dem Thema beschäftigt hatte. Oh, da sind Bunkeranlagen. Wir könnten der Front zu nahe kommen. Wir werden angegriffen. Nein, komm zurück. Erst auf ein Zeichen unserer Armee hin weitergehen. Sehr gut. Da war noch irgendwie auch mal was, der hatte doch irgendwie später auch noch ein eigenes Geschwader irgendwie. Und dann hatten die Alliierten irgendwie noch so ein Anti-Richthofen-Geschwader später gebildet. Sehr gut. Der hatte ja irgendwie auch mit die meisten Abschüsse irgendwie im Ersten Weltkrieg. Irgendwie war da was. Oh, hört doch auf die Bunkeranlagen zu schießen, die Idioten. Krass, wie weit die Reichweite einfach ist. Was für ein Sportsmann. Diese Anlage ist fotografiert. Hört auf, darauf zu schießen. Aber wir haben die notwendigen Bilder. Jetzt müssen wir es nur noch zu den deutschen Linien schaffen. Oh. Wir werden angegriffen. Hört mal auf, bitte auf mich zu schießen. Ich tue euch doch gar nichts. Natürlich. Vorwärts, Männer. Jagen wir die Russen aus diesem Sektor. Ja, Prinz Friedrich. Und hier haben wir jetzt die deutschen Truppen. Wir werden angegriffen. Oh Gott, ich würde gerne wieder zurück zu den anderen beiden. Alter, Richthofen! Manfred, hör doch auf! Der Manni greift hier immer die Bunkeranlagen an. Einfach von sich aus. Finde ich nicht gut. Okay, die Ziele haben sich geändert. Durchbrechen Sie mit deutschen Truppen die russische Front und bringen Sie Richthofen und Graf Holk zum Hauptquartierzelt. Alles klar, also die beiden stelle ich jetzt am besten einfach mal hier oben ab, im Wald so ein bisschen. Dann konzentrieren wir uns jetzt hier auf die deutschen Linien. Und mit denen müssen wir uns jetzt nämlich durchkämpfen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was an Infanterie da. Hier die deutschen Infanteristen. Wenn ich mich recht erinnere, müssten die sogar aus dem nächsten Zeitalter sein. Also es sind schon die Zweiter Weltkriegssoldaten. Das erkennt man hier auch. Ich glaube, das soll die... Na, wie heißt das Ding? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall dieses deutsche Sturmgewehr, dieses eine. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen, ne? Das habe ich auf jeden Fall in COD immer benutzt. Jawohl. So ein deutsches Maschinengewehr. Nee, nicht Maschinengewehr, Sturmgewehr. Und deutsches Maschinengewehr haben wir auch. Zweimal. Oh nee, sogar mehrmals. Dreimal. So, hier die Infanterie gerne mal zusammen. Erstmal gruppieren hier. Okay, was haben wir an Kavallerie? Preußische leichte Kavallerie. Wo werden wir angegriffen? Oh, ach so. Ein paar Kossaken. Okay, ihr seid mir auf jeden Fall mal die 1. Infantry mache ich eigentlich immer auf die 1. Maschinengewehre packe ich mal einfach auf die 3. Da habe ich ja sonst immer Belagerungsgeräte, aber Belagerungsgeräte haben wir hier, glaube ich, nicht mehr groß. Kavalleristen, ihr bleibt erstmal auf der 2.
Und Prinz Friedrich, kann ich dich steuern? Nee, dich kann ich nicht steuern. Okay. So, wir haben ein bisschen Ressourcen. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen was aus... Oh, wir können auch Artillerie machen. Geil. Feier ich ja schon so ein bisschen. Ein Heckenschützen, vielleicht als Speer? Ich weiß nicht. Granatwerfer, Handkanoniere. Erstmal mit den neuen Einheiten ein bisschen auseinandersetzen. Wie gesagt, so alles ab nach Mittelalter habe ich eigentlich nie groß gespielt in Empire Earth. Wir werden angegriffen. Deswegen ist das auch für mich gerade so ein bisschen interessant, das alles nochmal rauszufinden. Ich würde sagen, ich mache einfach mal ein bisschen Artillerie, ne? Was haben wir denn? Die kosten 200 Eisen und 200 Holz. Können wir uns auf jeden Fall leisten. Haubitze können wir auch machen. Ich weiß gar nicht, gegen was die effektiv sind. Ich würde sagen, ich mache einfach hier mal zwei Artilleries und da zwei Haubitzen. Und dann gucken wir einfach mal. Sehr gut. Währenddessen können wir mit der Infanterie schon mal ein bisschen... Na, oder ich nehme, glaube ich, lieber die Kavallerie dafür. Ihr könnt mal ein bisschen scouten. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Kampagnen von Kampagne zu Kampagne immer ein bisschen schwieriger werden sollen. Deswegen könnte ich ein bisschen aufs Maul kriegen noch hier in der deutschen Kampagne. Ach Moment, bevor ich hier irgendwas mache, speichere ich erstmal. Sagt doch keiner was, ne? Einmal unter Let's Play. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe, mit der Aufnahme dürfte alles in Ordnung sein, aber eigentlich, ich meine, es ist Empire Earth, da sollte eigentlich nichts ruckeln. Ich nehme nämlich jetzt mit anderen Einstellungen auf als damals. Aber eigentlich, so Sachen wie Rainbow Six laufen eigentlich auch mit den Einstellungen, also sollte es eigentlich kein Problem geben.